Moin Moin YouTube Community und hallo Battlefield Fans. Ihr seid auf SmartyCraft und der Smarty natürlich für euch am Mick. Grüß euch, hallo und zweiter Teil der Entscheidungshilfe. Gestern kam ja schon, kam meine Let's Play Folge Forza. Und wie versprochen in dem Video, um euch die Entscheidung bis zum Wochenende noch ein bisschen leichter zu tun, kommt heute Battlefield 4. Jojojo, da haben wir schon gestartet, sind auf unserer Xbox One Dashboard-Oberfläche. Hat sich jetzt auch von den letzten Tagen hier nichts großartig Neues getan. Oh, Musik ist ein anderes Face jetzt da, war doch vorher der Eminem. Jetzt ist Oldschool Robbie, okay. Du siehst auch, na, kein Kommentar. Ja, also für die, die es jetzt noch nicht ganz kapiert haben und die jetzt hier bei Battlefield einsteigen und denken, sie kommen hier auf eine klassische Let's Play-Folge, kurze Erklärung. Ich starte schon mal hier, gehe schon mal in die Multiplayer-Sache, sind eigentlich ein Kanal im Schwerpunkt für die Xbox 360-Version von Minecraft und schaffen es einfach zeitlich nicht, ganz viele Let's Plays von den vielen neuen Start-up-Titeln irgendwie gleichzeitig zu veröffentlichen. Irgendwo sind unsere Ressourcen begrenzt, auch meine Zeit und das Real Life. Dementsprechend habe ich jetzt die Woche mal gesagt, ihr entscheidet, wo ich mich als erstes mal so einen Monat, paar Wochen einfach drauf reinknallen soll, wo ich erstmal einen Schwerpunkt setze. Ich werde immer probieren, zwischendurch nochmal bei ein interessantes Thema kommt, ein Video davon online zu stellen oder auch mal zwei an einem Tag. Wir wachsen ja langsam, danke für die neuen Abos und so in dem Zusammenhang und die doch relativ vielen Views für unseren kleinen Kanal. Freut mich. So gut, also bei Forza Kampagne spiele ich gerade ein bisschen Premium Soldat Options, da gehe ich jetzt auch nicht rein, das wäre alles fast fürs Let's Play. Ihr wollt mich hier einfach sehen, wie ich zocke. Ja gut, dann mache ich das gleiche wie dem kurzen Testlauf. Schnelles Spiel, Team Deathmatch und das Problem ist, die Surround-Kopfhörer funktionieren noch nicht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt vom Gameplay alles ganz gut so hin und dass ihr dann ganz zufrieden seid und jetzt hier hoffentlich keine Rückkopplung von meinem Fernseher kommt. Flutgebiet. Ist alles ein bisschen leiser für mich momentan. Normal zocke ich sowas natürlich mit Surround-Kopfhörer, aber jo, als Beta-Opfer, so fühlt man sich ja, wenn man sich eine Konsole neu holt, muss man noch mit einigen Updates oder beziehungsweise darauf warten, dass noch einige Updates kommen. Jetzt, aha, keine Ahnung, weil, oh, shit happens, let's go, lass uns sehen, okay. Warum ist hier Wasser? Was ist hier los? Sehe ich irgendwas? Nein, habe ich hier irgendwas? Ja, Punktestand, Moment. Aha, also 5-6 Gegner sind da. Dann schauen wir doch mal. Hä? Was war das? Was war das? Was ist denn hier los? Warum ist denn hier so viel Wasser? Wo bin ich denn hier? Wo muss ich hin? Wer ist für mich? Wer ist gegen mich? Da sind irgendwelche Symbole auf dem Boden. Kriege ich da Waffenausrüstung? Ich vermute mal ja. Da geht's irgendwie nach oben. Da läuft einer her. Aha. Ah, wo geht's denn hier her? Keiner hinter mir. Gut. Ja, ich habe mich jetzt erstmal für eine kleinere, relativ schnelle Waffe mit einer höheren Feuergeschwindigkeit entschieden. Oh, jetzt bin ich auf dem Dach. Was haben wir hier? Nix. Aha. Ja, müssen wir mal schauen. Oh, das war gut. Den habe ich doch erstmal erwischt. Was machst du auch hier? Aber auch keine gute Schusssache. Letztes Squad-Mitglied. Wie letztes Squad-Mitglied? Warum bin ich das... Hä? Ach, bitte. Bitte. Was ist das hier? Bin ich jetzt der letzte Überlebende in der Runde? Überlebt man? Ich dachte, hier ist Respawn. Bitte. Angst. USA 1. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ging doch einigermaßen, hä? Hä? Warum schießen die alle auf... Warum redet er hier wieder so blöde Befehle? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nichts gemacht. Ich bin noch ein ganz... Ha, einer von mir. Dich töte ich nicht. Du bist ja einer meiner Kumpels. Dich lasse ich leben. So, was würde euch erwarten, wenn ihr euch für diese Videos entscheidet? Ja, also ihr wisst es bei Forza schon. Okay. Schießt da einer auf mich? Ist da einer unhöflich? Kann ich hier runter? Ich glaub schon. Aha. Komm ich da rüber? Ne, Mist.
Also, was würde euch erwarten? Ja, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Shooter-Erfahrung, bin aber eher eigentlich der gemütliche Zocker. Ey, wer schießt da auf mich? Gemütliche Zocker. Sprich, ich spiele sehr taktisch, überlege mir schon ziemlich genau, was ich da tue. Würde mit euch über die einzelnen. Ah, hier war ich doch vorhin schon. Über die einzelnen Maps streifen. Versuche natürlich, die Maps zu erlaufen, wie es sich vom taktischen Gameplay gehört. Mal so die Startpunkte herausfinden. Mal gucken, ob ich nicht ein paar alte Gamer finde. Ah, hier bin ich ja schon mal gerade her. Jetzt gehe ich aber mal anders weiter. Und ja, versuchen einfach vom Anfang an, da ich ja überhaupt auch Anfänger bei Battlefield bin, glaube ich, dass ich da eine Menge zu lernen habe und das wird bestimmt lustig, aber ihr werdet dabei, diese Lerneffekte mit mir zusammen zu genießen. Was ist los? Jetzt rennen wir mal in eine andere Richtung. Jetzt sind wir hier mal lang genug im Kreis gelaufen. Mal sehen, was jetzt hier los ist. Junge, muss da hier. Wo, warum lauft ihr denn alle? Ich laufe hier wie ein Opfer auf dem freien Feld rum. Das geht doch niemals gut. Ah. Warum ist hier so viel Wasser? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Ich mag nicht jetzt schwimmen gehen. Komme ich da hoch? Ich glaube schon, mal sehen. Das könnte mir einen Vorteil bringen. Wie schon wieder letztes Squad-Mitglied. Hä? Ich weiß nicht, was da los ist. Ich verstehe noch nicht die ganze Anzeige. Komme ich hier durch? Ich laufe dir mal hinterher. Mal sehen, du weißt bestimmt, wo Action ist. Also wie gesagt, mit den Anzeigen kann ich noch nicht so viel anfangen. Aber das ist ja in dem heutigen Video. Und jetzt gehe ich hier nicht schon wieder so eine Treppe hoch. Also wie, ihr verliert? Ich dachte, hier ist nur Team Des. Warum ist denn hier gottverdammt keiner mal? Gibt's doch gar nicht. Hallo. Put, 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 put. Was machst du da oben? Put, 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 put. Hä? Sind die alle in den Häusern drin, oder was? Muss ich da in die Häuser rein? Ist das ein Häuser... Warum komme ich hier nicht durch? Warum lässt du mich hier nicht durch? Ist das ein Häuserkampf? Ja gut, dann gehen wir mal da rein. Da bin ich ja mit der kleinen MG mit der hohen Feuergeschwindigkeit sowieso ganz gut ausgerüstet. Da ist keiner. So, schau mal hier. Entschuldigung. Aha. Pech gehabt. Du sollst auch keine Granate schmeißen, wenn du nicht auf deinen Rücken guckst, mein Freund. Entschuldig bitte, ich habe immer noch eine Erkältung. Ah, das tut mir leid, das tut mir total leid. Ich schnupfe mir hier ein für euch zurecht, aber da seht ihr mal meine Opferbereitschaft. Ja. Aber ist denn hier mal... Wie gesagt, wo geht's denn hier weiter? Wie unhöflich ist das denn? Was machst du denn her? Mal sehen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss hier mal weg. Ich glaube, taktisch wäre jetzt ein Rückzug ganz gut. Kann man hier durch? Kann man hier das abschießen? Ja. Das ist ja cool. Mal Waffe wechseln. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Nichts zu sehen. Ah, aufpassen. Was will der Affe denn von mir? Ah, aber ich habe ihn noch mitgenommen. Ja, immerhin, jetzt wird ja mal langsam mal Zeit, sonst geht das ja hier. Ich dachte, ich. So, Was? Das? Ich bleib bei dem, der war lustig. Die Waffe geht gut, das funktioniert so. Warte mal. Ah, ich starte am Droppunkt. Okay, da waren noch ein paar, Oh, das geht bestimmt nicht gut, So, gucke, da war doch noch. Habe ich da noch was gesehen? Hier wart ihr da. Babys, Captain Puppy. Lasst euch abschlachten. Gehen wir mal in Deckung kurz. Ja, das ist so eine Sache. Das ist typisch Smarty. Like, einmal kurz warten. Von Tutenblasen keine Ahnung. Wieso? Von wo? Von dort. Von Tutenblasen keine Ahnung. Versteckt mich doch und kriegt trotzdem einen auf die Schnauze. Ja, das war natürlich genau das, was ich nicht zeigen wollte. Denn das bringt ja nun wenig, wenn ich mich schon mal taktisch gut verstecken kann. Jetzt. Da drüben waren wir, glaube ich, gerade, oder? Waren wir hier hinten? Ja, jetzt geht hier langsam ein bisschen mehr Action. Ich glaube, jetzt ist hier das lockere, gemütliche Rumlabern und Rumrennen vorbei. Ja, sieht so aus, Jetzt muss ich mal wieder kurz gucken. Ich gehe mal hier trotzdem kurz in Deckung und schau mal kurz nach, was die Zeit denn macht. Was macht denn die Zeit? Wie lange spiele ich denn hier schon für euch?
Wie lange spiele ich denn? Ach, das ist ja noch locker. Da kann ich ja noch. Habe ich ja noch ein bisschen. Haben wir ja noch ein bisschen, um die Vorstellung zu machen. Ja, also. Wir würden natürlich bei den... Also, erstmal, was mir natürlich auffällt, es steuert sich... Ah ja, okay, das ist klassisch COD-mäßig auf dem Knopfdruckstick. Also die ganze Sache... Wie? Ja, irgendwas hat er auf mich. Warum werde ich denn jetzt geschoben? Aua! Wollt ihr mir hier... Wollt ihr mich... Ich sehe keinen Gegner. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. So, komm her, komm her. Wie bin ich jetzt gerade wieder total blind oder was? Ach, da! Ach, mich leider. Oh, direkt zwei. Ja, okay. Da seid ihr, Säcke. Ja, okay. Ja, ist klar. Ja, ich kenne ja nicht. Mist, Mist, Mist. Was heißt anpassen? Drücke beim Objekt anpassen. Shortcut anpassen. Du ganz bestimmte Objekte direkt anpassen, indem du sie in Klassen wohl auswählst. Was heißt denn anpassen? Ah, da könnte ich jetzt eine der anderen Waffen auswählen, die ich lieber hätte. Aber ich habe ja noch nichts. Ich habe ja noch nichts, ich habe ja noch nichts, ich habe ja nichts, ich habe ja nichts. Also vermute ich jetzt mal. Das müsste man sich jetzt auch nochmal in einem genaueren Sachen dann anschauen, damit ich euch da auch gut vorbereiten könnte. Beziehungsweise, wie ich jetzt gerade spiele, sieht es ja... Nach der ersten Runde sah es ja richtig gut aus für mich. Aber jetzt muss ich ja sagen, fängt ja an, das Blatt sich so ein bisschen... Komme ich da hoch? Ja, Hammer. Das Blatt sich ja so ein bisschen gegen mich zu wenden... Aber ich bin auch einfach momentan einfach nur drauf los. Ich überlege mir jetzt auch nicht lang, gucke mir jetzt auch nicht lange hier unten links die Map. Ja, doch, wollte ich machen. Wieso? Ich war doch schon um die Ecke. Ah, da ist noch einer. Ach Mensch, den habe ich doch beide... Ah. Shit happens. Ja gut, da ist natürlich... Aha. Da stürzt sich bestimmt übelst auf die Schnute. Da drüben seid ihr. Wird das dann Ferngefecht auch noch? Ich glaube, den könnte ich getroffen haben. Ich bin mir nicht so sicher. Jetzt gucken wir mal, wie geht's denn hier weiter. Gehen wir mal hier noch rüber. Okay, wenn ich jetzt abkratze, Community, war es das für die Vorstellung von Battlefield 4 auf diesem Server. Wir haben eine zweite Map gesehen. Ich weiß jetzt schon wieder leider nicht... Was das... Bin mal gespannt. Ein oder andere ist bestimmt so nett und erklärt mir, was das hier bedeutet. Letztes Squad-Mitglied. Letztes Squad-Mitglied. Keine Ahnung, was das bedeutet. Jetzt haben die sich aber alle echt auf diese... Hier oben auf den Häuserkampf eingelassen. Komme ich hier noch höher? Ne. Wie komme ich da jetzt rüber? Achso. Ja, komm, rushen wir! Gehen wir in den und gehen wir drauf. Gehen wir drauf, lieber. Freut sich der eine oder andere Bekloppte von den Gegnern. Ah, da liegt einer. Freut sich der eine oder andere Bekloppte der Gegner doch nochmals. Oh, da gab's irgendwas für. Hui, Schwein gehabt. Dass ich ihn da erwische. Jetzt bleiben wir nochmal sitzen. Vielleicht kommt ja hier noch einer. Komm, 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 lass mich. Ist mein Leben dann auch am Arsch? Wird das nicht wieder besser? Doch. Mit der Zeit wird das Leben auch wieder besser. Man erholt sich wieder unten. Ah, das ist ja cool zu wissen. Komm noch ein bisschen. War echt knapp. Achso, ich glaube, bis 100 geht's. Ja, komm, komm, komm. Ich warte lieber noch ein bisschen. So, dann wollen wir wieder. Ah ja, ein bisschen taktisches Camping kann ja ab und zu nicht schaden. Okay. Gehen wir mal hier in die Mitte hoch. Ach, scheiße. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, ich glaube, wenn die alle da drüben sind, dann kommt hier bestimmt gleich Ärger, oder? Gucken. Die sind hier relativ flottig, vielleicht. Komm, komm. Wann sieht man mich eigentlich auf dem Radar? Wahrscheinlich, wenn ich schieße, denke ich mal. Aber sie kippen bis jetzt. Eigentlich muss ich erstmal sagen, also, ja, okay, könnten schlechter umkippen. Habe ich schon Schlimmeres erlebt.
Ja, komm, rennen wir mal wieder einen hinterher. Zu zweit sind wir besser. Wir können einen auf, wenn wir auf einen stoßen, nehmen wir direkt ein Duell. Warum ist der eine eigentlich blau und der eine grün hier? Verstehe ich auch noch nicht. Hä? Hilfe. Wo ist der denn jetzt hin? Hä? Ist der jetzt da? Nee, oder? Hui, ich glaube, wenn ich da abfliege, ist nicht gut. Ja, das ist dann, da muss man bestimmt mal kommen. Baby, bitch, bitch, wollte ich schon sagen. Jetzt will ich den Bitch. Wo schießt er drauf? Ich brauche eine andere Waffe, ich brauche eine andere Waffe. Jetzt bin ich am Arsch aus der Entfernung. Ja, so, ich habe ja sowieso gesagt, ich rush zum Schluss. Die Zeit ist bestimmt schon längst abgelaufen. Ich gucke gar nicht wieder auf die Uhrzeit. Und warum sage ich denn immer zum Schluss bei solchen Spielen, ich spiele so lange, bis ich einmal sterbe? Das mache ich bei World of Tanks auch immer. Und was passiert dann? Geht's hier rein? Was passiert dann, wenn ich sowas sage? Dann spiele ich immer endlos. Meine Freundin regt sich auf, immer in der letzten Runde. Normalerweise hasse ich letzte Runden, weil bei letzten Runden klappt es irgendwie nie, was man sich vornimmt. Und gehen wir mal hier ein bisschen tiefer. Vielleicht kriege ich die mal von unten. Aber sind die jetzt alle nur noch auf dem Dach? Das ist ja langweilig. Was gibt es denn hier noch alles? Kann man hier ein bisschen so... Mal ein bisschen hier. Putti, 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 putti. Kommt, Babys. Kommt zu Papi. Ich habe ein paar nette... Das ist eine gute Ecke. Ich habe ein paar kleine, kleine Sachen für euch. Kleines Kaliber. KK. Kommt. Wo seid ihr? Komm ich da rüber? Jo, das ist cool. Oh, das klappt auch noch. Hey, cool. Gehen wir mal ein bisschen. Da ist Action. Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen länger drückt, fliegt er auch ein bisschen weiter. So, müssen wir wieder nach oben, Mann. Müssen wir wieder nach oben, müssen wir wieder nach oben. Ja, komm, 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 komm. Ich kann mir schon. Schöne Lichteffekte. Jetzt da. Action, Action. Roter Knopf. Ich bin da. Wo seid ihr? Ah, ja. Okay, keine Ahnung von wo. Ach, dahin saß er. Ja, gut. Reicht, 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 reicht. Battlefield 4. Kurzer weiterer Eindruck. Wenn ihr wollt, unter Qual der Wahl findet ihr alle Videos und alle Sachen und die Abstimmung. FIFA 14, Battlefield 4 oder Forza 5 Motorsport. Das ist Martin. Ich also bedanke mich fürs Zuschauen. Dein Team hat gewonnen. Ja, cool. Haben wir es ja noch geschafft? Ja, cool. Sehe ich denn überhaupt? Nein, ja, Statistik ist nicht so schlimm und so wichtig, aber taucht die dann noch so auf? Rundenende-Details. Gibt ein paar Punkte. Gibt noch ein paar Punkte. Wofür denn da noch ein paar Punkte? Komm, Punkte, Punkte. Kriege ich mein erstes? Nein. Aber positiv. Hey, 6 zu 5. Keine negative Kill-Statistik. Das ist ja cool. Das ist ja für den ersten Kampf, kann es ja eigentlich nicht schlimmer kommen. Wirklich beenden. Yo, 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 yo. Damit beenden wir auch das Video. Bedanke mich fürs erste Zuschauen. Das war meine allererste oder zweite Team-Deathmatch-Runde überhaupt auf Battlefield. Noch nie vorher. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, man hört sich, man sieht sich. Und bis bald. See you all. Tschüss, tschüss.